Hallo liebes YouTube, willkommen zurück zu meiner Remember Me-Reihe. Geht sofort weiter. Ich muss noch das Spiel weiterlaufen lassen. Wieso hören sie nicht? Was ist denn los hier? Ah! Komm, Sound kommt grad. Nein, halt! Lass uns reden! Ich geb dir... Ich geb dir was. Stimmt, wir hatten ja beim letzten Mal Kid Christmas gebraten. Millen, dank der Codes, die du mir geschickt hast, beginnt der terroristische Gegenangriff in wenigen Minuten. Nutz die Verwirrung, um hinaus und zum Slum 404 zu gelangen. Ja. Da kann Lynn nicht rüber. Ich bin Lynn. Dieses Mal erinnerst du dich an mich. Oh, schade, dass manche Wortwitze verloren gehen. Heute Morgen um 10.47 Uhr heulten in der ganzen Stadt die Sirenen, als der Saint-Michel-Damm plötzlich brach und sich mehrere Milliarden Liter Wasser aus dem Saint-Louis-Stausee in den stillen Bezirk Saint-Michel ergossen. Wie diese Sensen-Bilder zeigen, verschlang die gigantische Welle alles auf ihrem Weg. Das Ausmaß der Katastrophe ist derzeit noch nicht bekannt. Doch die Neopariser Behörden sprechen bereits von Dutzenden Toten und mehreren hundert Vermissten. Auf der anderen Seite des Damms blieb das plötzliche Sinken des Wasserspiegels nicht ohne Folgen für die Bewohner von Slum 404, ein Viertel, das für häufige soziale Unruhen bekannt ist. Dieselbe Einheit wurde sofort in das Gebiet entsandt, um mögliche Unruhen im Keim zu ersticken. Tatsächlich wurde durch den nun leeren Saint-Louis-See die Isolierung der Bastille-Festung aufgehoben, wo die gefährlichsten Kriminellen von Neo-Paris einsitzen. Bleiben Sie dran, wir bringen mehr. Dann wissen wir ja jetzt auch, wie der Plan aussieht. Verschließt du die Tür vor allen Federn, bleibt auch die Wahrheit draußen. Da sind die Sprüche echt gut. Was wollen wir den mal lassen? Mit den Architektencodes, die ich gestohlen hatte, sabotierte Edge den Saint-Michel-Damm und überschwemmte die Komfortburg. Er meinte, jenen, die nur an ihre eigene Bequemlichkeit dachten, sei es recht geschehen. Warum habe ich getan, was er wollte? Ich hätte die Stadt verlassen können. Und mir woanders ein neues Leben erfunden. Aber ich wollte wieder Staatsfeind Nummer 1 werden. War es Teil dessen, was ich bin? Haben wir den Ausgestoßenen von Slum 404 Gerechtigkeit gebracht? Oder hat mein Handeln zusätzliches Leid verursacht? Nur Militante glauben, der Zweck heilige immer die Mittel. Edge sagte mir, mein Gedächtnis würde seit meiner Verurteilung in der Festung Bastille verwahrt.
Ich muss dorthin und mein wahres Ich finden. Der einzige Weg in die Bastille führt durch das Gedächtnis von Johnny Greenteeth. Ein schräger Vogel aus Slum 404. Einziges Problem, keiner weiß, wer er ist und wo er sich versteckt. Episode 3. Starke Spannungen, tiefer Ausgang. Was mir gerade auffällt in letzter Zeit, ich habe Probleme, dass OBS mal einen Steam-Overlay aufnimmt. Das sollte er eigentlich nicht. Okay, Nellen. Tommy hilft dir, in die Bastille zu kommen. Geh wieder zu seiner Bar. Hätte er das nicht heute Morgen tun können, als ich dort war? Nein, wir mussten erst die unteren Ebenen von Slum 404 trockenlegen. Du hast alles geplant, wie? In diesem Bezirk herrscht eine temporäre Ausgangssperre. Bleibt im Haus. Die öffentliche Bewegungsfreiheit ist bis auf Weiteres eingeschränkt. Hier mal rein. Oh, da höre ich was. Die Sache hier geht den Bach runter. So, jetzt haben wir ja gerade diesen Hinweis auf die Scarra-Mess bekommen. Der Gag ist, glaube ich, ich bin nicht mehr sicher. Zu diesem Zeitpunkt hast du schon zwei Scarra-Mess verpasst. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hardkante Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Nilo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotages. Okay. Hat er gerade echt Krautcreme gesagt oder Hautcreme? Was? Neue Combo. Ach ja. Die Sechsfach-Combo. Gucken, ob ich überhaupt genug. Natürlich nicht. Ja, ein bisschen Button-Mashing. Hier ist ein bisschen Gefahr. Ah, jetzt hier mit der 8-fach-Kombo, das hätte jetzt keinen Sinn gehabt. Thank you.
Goldschwärmer, heute ist Captain Gabriel Trace, der bierernste Chef der Silbereinheit. Hallo, Captain. Ihr Kommentar zur erroristischen Bedrohung? Das ist das letzte verzweifelte Aufbäumen einer sterbenden Bewegung. Ach ja? Massive Sabotage, irres Hochwasser, tausende von Bürgern in den armen Bezirken veranstalten Molotow-Straßenfeste und Pennerparaden. Der bald Staatsfeind Nummer 1, die Kratzbürste Nilly, immer noch frei rumläuft. Diese tote Bewegung tanzt doch auf den Tischen. Saber-Einheiten sind rund um Slum 404 im Einsatz, um Unruhen einzudämmen. Das Chaos darf nicht regieren. Und für Nilin wird ihre alte Zelle in der Bastille fertig gemacht. Ah, ja. Klar, die wenigen Bürger, die noch nicht randalieren, sind total beruhigt. Ich bin Perky Maggie und sag, wie es ist. Arrow 404. Truth not found. Should I fake it? Das ist das letzte verzweifelte Aufbäumen einer sterbenden Bewegung. Bits, babes in a shell. Ja, okay. Die Einspielung ist angekommen. Hey, cool. Ja, cool. Also doch gerade richtig gehört. Jandine 238 is waiting for you. Oh. Kevina 25.5. Naja. Wenn eins funktioniert, dann ist es wohl die Prostitution. So, irgendwo ein Scaramac. Ich heile deine Traurigkeit. Ach, nein. Ah, wo sind sie denn? Und die können die nächste Reiserei einsetzen. Verschwendung!
Aua. Ich bedränge deine... Was hat er mir getan? Sind aber auch sehr verrückt. Ja, hat man auch schon. Das ist sehr nervig bei dem Spiel, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sind die etwas nah dran? Hey! Er wird langsam unfair. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo dieser verdammte Scaramac ist. Jetzt reißt mir. Ich renne aber auch immer wieder in den Typen rein. Kann ich noch nicht mal weg? Sehr fair. Er darf es ruhig sagen, wenn ich schlecht bin. Ich heile deine Traurigkeit. Nimm meine Augen. Ja. Das
Ja, der ist echt ätzend. Jep, passt schon. Meine Güte. Sieh nur mal ein paar Wochen, ist es schon wieder voll raus. Ich heile deine Traurigkeit. Nimm meine Augen. Es tut mir leid, ihr müsst euch das auch genauso antun wie ich. Ich bin auch vorspulen, das ist euer Vorteil. Ich muss es durchspielen. Ich bedränge deine Augen. Bedränge meine Augen? Deine ja, cool, ja, ne, wir sind bevor die anderen kommen. Oh, nur umgefallen. Oben hin. Nun, du da oben, gibt's da noch einen da oben Weg? Okay, hier komme ich jetzt wieder zurück, aber... Es ist bestimmt irgendein Weg, da hochzukommen. Da ist nichts. Ah, die kleinen Mistkerle.
Haben wir schon wieder ein Skaramac gefunden? Oh, cool. Wir haben Subpatch. Yeah! Mehr Lebensenergie! Weil ich 5 davon gefunden habe. Ich hab mich schon wahnsinnig gemacht, dass ich diesen Skaramek nicht gefunden habe. Bibi, Anja! Jax, diese Werbung, tolle Neuheiten, die kenne ich. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Happy Place. Hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Jax der Panda, ein Happy Place Produkt. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax. Wie, mit deinem Fiat Panda? Jo, ist klar. Flitsch, hurra, sage ich dazu nur. Oder Karma. Bitte was? Ach Anja, du weißt doch, wie ich das meine. So der Ernst. Was sind denn Spieler, die für den Spruch ja auch sofort bestraft? Ey, wie viele kommen denn da noch? Oh, Convelab. Oh, neue Impression-Tasse. Ah, super. Die Kettenimpression. Ich weiß, Honda, ich weiß. Also, Kettenimpressionen sind cool. Die verstärken die Impression, die ich vorher benutzt habe. Und die halten die Ketten am Laufen. Haha, fehlen wir nämlich gerade hier so ein bisschen. Jo. Eine wahnsinnige Auswahl. Ich bin überhaupt hier. Oh, gucken wir mal ein Zeitding. Wenn ich dann hier. Impressum. Was haben wir hier noch? Ja, okay. Irgendwie viel, aber bringt was. Jetzt reißt mir. Hey, mach mal nicht.
nach. Schlag, Knall! Sogar Lärm her! Jetzt alle umgekickt. Muss man ein Setbatch einsetzen. Nillen, ich warte am Leak in Brain auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Oh, es ist ein bisschen warm geworden. Und noch ein Skaramek. Gut. Dann also weiter zum Leaking Brain. Oh nein. Was war das? Diese unsichtbaren Mistviecher. Thank you.
Ja, jetzt redet auch nicht mehr mit mir. Ah, diese Mistviecher hier. Ach, du redest nicht mehr mit mir. Warum? Ich hab doch keine Ahnung, warum. Magst du mich nicht mehr? Neue Freischaltung. Super. Sind wir denn rein? Ich hab Angst. Ja, mich wundert die böse Scheiße, die aus diesem Unglück schon lange nicht mehr. Ich bin bald da. Halt so lang die Augen offen. Endlich haben die Katastrophen unserer Generation ein Ende. Das Rückwärtsprojekt. Wow. Memorize. Vertraut uns. Wir vergessen euch nicht. Okay. Aber ich glaube, der Darix, der ist beleidigt. Oder da guckt er intensiv. Ah, ich glaube, jetzt sind wir endlich. Ja, wir nehmen die Umleitung. Bleib hart, Nillen. Kann schon wieder überall lieber. Oh, wenn er noch ein Amnest verpasst. Hier sind nur Leichen.
Ja, was sind wir den kaputt? Oh je. Ja, ich würde sehr gerne. Aber hey, ich finde dein Stream-Titel klasse. Ist das fies? Errungenschaften? Sei still! Oh, nimm meine Augen! Ja, ich habe. Alles schau aus! Meine Tritte ist nicht anders! Belege, Max! Na, der braucht noch einen Moment. Na, endlich durch. Wie heißt das? Sub mit Ausrufezeichen? Okay, dann nach oben. Also so sieht's dann nach dem Weg aus.
Echt jetzt? Gut, soweit haben wir es ja bis hier oben hoch geschafft. Gut, dann einmal schnell hier rüber. Ach, jetzt kommen wieder Turbinen. Vorsicht, Melin. Schön langsam. Okay, ist irgendwo ein Skaramek, den müsste ich ja sehen. Ein Hören tue ich ihn schon. Schnell da durch, bevor es wieder anspringt. Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Die Ursache ist unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Für Abonnenten von Platinews und Extremsen wurde ein Sensen-Notfallsender eingerichtet. Sondermeldung. Das Lazarettschiff Nymphea wurde von einer Explosion erschüttert. Die Ursache ist noch unbekannt, aber ersten Schätzungen zufolge sind 100 Tote und mehrere tausend Verletzte zu beklagen. Ja, wer könnte das wohl gewesen sein? Endlich daheim. Ganz schön ein, Tommy. Ja, klar, Hiebangriff. Okay, ich hab einen Stuhl. Ich habe eine sehr strenge Türpolitik. Was hast du denn gesagt, Tommy? Also das würde mich auch noch interessieren. Das war nämlich so das Letzte, was ich gesagt habe. Endlich daheim. Dann schenk ein, Tommy. Meine erste bewegt. Meine dritte ist anders? Überwachen! Oh.
eine sehr strenge Türpolitik. Dann lieber okay. Die Ratten. Ohne Witz. Das sind zu viele. So, ich versuche jetzt auf Überweise jetzt nochmal. Als das Wasser fiel, kam die alte U-Bahn zum Vorschein. Diese gehirnamputierten Irren sind da durch. Sie haben die ganze Nachbarschaft überrannt. Du willst Johnny finden? Dann musst du tief ins Leaper-Gebiet hinein. Mann, lange hatten die nicht Schiss. Halte sie noch eine Sekunde zurück. Ich mixe einen kleinen Cocktail. Ein Tommy Special. Okay. Oh. Ohne Witz. Das sind zu viele. Oh. Was hast du denn gesagt, Tommy? Nicht umzingeln! Es ist soweit, komm her! So. Ich nenne ihn Junk Bolt. Eigenes Rezept. Nur nicht zurückhalten, Schatz. Es lebe die Liebe. Junk Bolt? Mit RT. Okay. Millen, schließ die Tür! Abel, schneid sie ab! Ich muss den Tunnel verschließen, um sie zu stoppen. Ah, nein, haben sie mich noch erwischt. Was macht man mit so vielen? Was macht man mit so vielen Errungenschaften? Okay, da ich jetzt eh gestorben bin. Muss sie hindern, aus dem Tunnel zu kommen.
Was, ging mir gerade ins Leere? Okay. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktioniert, weil ich gestorben bin. Ich versuche noch gerade das Achievement zu knacken. Okay, da ist zu. Ist das alles? Dachte ich mir! Oh, Scheiße. Okay. Ich glaube, die Kneipe ist für heute geschlossen. Zu helfen? Bleib doch und hilf mir, die Bude zu renovieren. Geht nicht. Größere Fische warten. Fische wie Johnny Greentea. Was kann man einem feuchten Tunnel entgegensetzen, der in lieber verseuchte Dunkelheit führt? Also ehrlich. Tut mir leid um deine Bar, Tommy. Sei vorsichtig, Nillen. Da braut sich ein Sturm zusammen, Schätzchen. Nicht weggefegt werden. Tja. Okay, wenn die beiden sich dann noch weiter über Zup unterhalten, ihr seht es ja wahrscheinlich da links, wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Resttag, je nachdem, wann ihr das Video seht, weil ich mache für jetzt erstmal einen Cut. Heißt für euch, ihr könnt einen Daumen hoch lassen, wenn euch das Video gefällt oder das Gespräch links. Lasst ein Abo auf meinen Kanal da, würde mich sehr freuen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich Remember Me oder Life is Strange live aufnehme, könnt ihr das sonntags machen, ab 20 Uhr abends. Freitags streame ich momentan auch Transformers, War for Cybertron. Die beiden. Okay. Wie gesagt, dann wollt ihr mir auf sozialen Kanälen folgen. Könnt ihr das gerne unter twitter.com/hyphon machen, beziehungsweise facebook.com/hyphon. Da bin ich auf jeden Fall für euch zu erreichen. In diesem Sinne, haut rein und bye bye.